Damit wir heute Abend den Umfang der Unterdrückung oder des Unrechts einschätzen können, hat die Stiftung Dialog und Bildung, die als, hier in Deutschland als Ansprechpartnerin gilt, eine Broschüre vorbereitet. Die können Sie auch hier ist auf allen Stühlen zu finden. Über die Broschüre werden wir auch jetzt während des Gesprächs mehrere Informationen bringen. Und um all diese Themen zu besprechen, haben wir heute Abend drei kompetente Persönlichkeiten, kompetente Referenten eingeladen. Ich werde ausführlich unseren Hauptreferenten kurz vorstellen. Unser Hauptreferent ist heute Abend Herr Süleyman Bağ. Herr Süleyman Bağ ist Journalist und er war bis zur Schließung der türkischen Tageszeitung Zaman Almanya als Hauptstadtkorrespondent tätig. Das war bis zum Jahr 2016. Er lebt seit 15 Jahren in Berlin und zurzeit auch als Journalist, als Chefredakteur des deutsch-türkischen Journals hier in Berlin tätig. Herr Bağ schreibt über die Themen wie deutsch-türkische Beziehungen, Türkei in Europa oder in Islam in Europa oder in Deutschland und über die Hizmet-Bewegung und auch manchmal schreibt er auch über interreligiösen Dialog. Unser zweiter Referent ist Herr Ercan Karakoyun. Herr Karakoyun werde ich auch später nach dem ersten Vortrag vorstellen. Und der dritte Referent unserer heute Abend ist Herr Dr. Dick Schuster. Herrn Dick Schuster werde ich auch nach dem zweiten Vortrag vorstellen. Jetzt möchte ich Herrn Süleyman Bağ zum Mikrofon bitten. Herzlich willkommen, Herr Süleyman Bağ. Bitte schön. Ein bisschen müssen wir machen. Ja, ja. Ist von allen Gästen ein bisschen zu sehen oder müssen wir das irgendwie noch bewegen? Wenn ich das aufmachen kann. Haben wir es? Gut, wunderbar. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich erstmal bei den Veranstaltern für die Einladung und für die Möglichkeit, zu Ihnen sprechen zu können. Ich werde mich der Frage stellen, ein Jahr danach, gescheitert, kontrolliert oder inszeniert. Es geht um die Ereignisse von vor einem Jahr und das Thema beschäftigt nicht die Türkei, die türkische Innenpolitik und die türkische Regierung, sondern wenn Sie alleine denken, dass im deutschsprachigen Raum über 20.000 Artikel erschienen sind, über 20.000 in Print, online und im Fernsehen, dann sehen Sie die Dimension, wie stark das Thema auch die deutsche Öffentlichkeit beschäftigt. Aktuell läuft auf der Seite des Weißen Hauses eine Unterschriftaktion, wo man will, also diese Unterschrift mit der Intention, Gülen an die Türkei auszuliefern. Und da haben mittlerweile über 50.000 Menschen unterschrieben. Also da sehen Sie, wie stark das Thema nicht nur ein Thema der Türkei ist oder der Hizmet-Bewegung, sondern ein Thema ist, der die internationale Öffentlichkeit beschäftigt und Deutschland insbesondere, weil ja in dem vergangenen Jahr das Thema auch eines der wichtigsten Punkte waren, die deutsch-türkischen Beziehungen belastet haben. Sie haben jetzt einen Überblick bekommen, auf welche Themen ich eingehen werde, aber ich möchte gerne um diese Dimension, diese vielschichtige Dimension des Themas oder diese internationale Dimension zu zeigen, mit einem Video beginnen. Es geht um einen Beitrag von Frau Harms, der grünen Politikerin im Europäischen Parlament. Ja, Frau Präsidentin, als mein Freund Selahattin Demirtas verhaftet wurde, haben alle hier im Haus gesagt, Opposition ist kein Verbrechen. Als immer mehr Journalisten verhaftet worden sind in der Türkei, haben wir gesagt, Journalismus, auch kritischer Journalismus ist kein Verbrechen. Heute müssen wir endlich auch einmal sagen, dass in einer Schule zu arbeiten oder an einer Universität zu lehren, die zur sogenannten Gülen-Bewegung gehörte, ist kein Verbrechen. Und ich denke, dass das Europäische Parlament
unbedingt die Idee der kollektiven Schuld und die kollektive Verfolgung, die jetzt eben die Menschen, die zur Gülen-Bewegung gezählt werden, trifft, zurückweisen muss. Wir haben deshalb dazu einen Änderungsantrag gemacht. Mir ist das als deutscher Abgeordneter im Europäischen Parlament ein besonderes Anliegen, weil mein Land ja diese böse Erfahrung über Europa gebracht hat, was das ist, wenn es zu so einer kollektiven Verfolgung kommt. Ich glaube, dass wir dafür sorgen müssen, dass keine Auslieferungen stattfinden, nur mit der Begründung, jemand gehörte zur Gülen-Bewegung. Und ich glaube, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof endlich Pilotverfahren. Je suis désolée, madame. Il faut conclure. Madame von Storch, une minute. Frau Harms hat dann auch angekündigt, das war so, ich glaube, vor 2 Wochen in der Sitzung des Europäischen Parlaments, wo es um die Türkei ging, dann angekündigt, dass sie einen inhaftierten Schulleiter in Georgien besuchen wird. Und in den vergangenen Tagen war sie auch in Georgien, hat dann einen verantwortlichen Schulleiter der Hizmet-Schulen in Georgien aufgesucht. Was ist am 15. und 16. Juli 2016 passiert? Gegen spätabends? Eigentlich unüblich für Putschversuche oder Putschaktionen, weil normalerweise die Türkei hat eine lange Putschtradition und die Putschzeit für die Generäle ist immer morgens 3, 4, 5 Uhr. Diese Uhrzeit war unüblich. Es hat dann also einige Schüsse im Generalstab gegeben. Diese Schüsse waren aus dem Präsidialamt zu hören, Ministerialpräsidialamt zu hören. Dann hat man dort angerufen und gefragt, was ist los bei euch? Und die Antwort kam, es handele sich um eine Militärübung. Ungefähr eine Stunde später, erfolgt dann ein Tiefflug von F-16-Flugzeugen über den Generalstab und über das Parlament. In Istanbul werden die Brückenzufahrten einseitig gesperrt. Jegliche Möglichkeit zu erfahren, was dort geschieht, wird eben mit dieser Antwort, es ist eine Militärübung, zurückgewiesen. Ich war an dem Abend unterwegs Richtung Schwäbisch Gmünd. Ich hatte dort an einer Fachhochschule, wo es um Lehrerausbildung geht, einen Vortrag zu halten über die Geschichte der Türkei, über die Entstehung der Hizmet-Bewegung und Hizmet in Deutschland und habe mich gerade auch mit der Militärgeschichte der Türkei intensiv beschäftigt gehabt. Und da habe ich auch einen bekannten Türkei-Experten angerufen und gefragt, so gegen 10, 11 Uhr, und gefragt, was ist los in der Türkei? Und er sagte mir, naja, also es ist mehr eine Terroreinsatz. Höchstwahrscheinlich ist es Al-Qaida, sagte er. Gegen 23.50 Uhr erfolgt aber sozusagen die schlechte Gewissheit. Die Putschisten besetzen das Zentrum der türkischen Fernsehanstalt TRT und die Nachrichtensprecherin Karas wird gezwungen, eine Mitteilung der Gruppe Frieden im Vaterland vorzulesen. Gleichzeitig wird die Mitteilung auf die Seite des Generalstabs gestellt. Das ist so der Zeitpunkt, wo man davon, also wo die Öffentlichkeit, so die Stimmung da ist, der Putsch scheint erfolgreich zu sein. Das scheint zu gelingen und ich war an dem Abend, wie gesagt, auch im Gespräch mit anderen und es war wirklich eine sehr, sehr traurige Stimmung. Zwischen 23 Uhr und 1 Uhr, da fehlt die 1 Uhr des nächsten Tages, haben dann Ministerpräsident Binali Yıldırım und der Staatspräsident Erdogan die Bürger aufgerufen, sich gegen den Putsch zu stellen. Dabei starben 249 Menschen. Das hat so die Wende gebracht, ein bisschen in dem Verlauf. Und gegen Nacht, zwischen 1 und 2 Uhr, haben sich dann leitende Militärs, inzwischen war der Generalstabschef Hulusi Akar von den Putschisten entführt und in dem Airbase Akıncı näher Ankara gebracht worden, haben sich aber leitende Militärs auf die Seite der Regierung geschlagen. Um 2.30 Uhr erklärt dann das türkische Geheimdienst mit, dass der Putsch gescheitert ist. Erdogan schaltet, bevor er von Marmaris nach Istanbul fliegt, sich über CNN Türk an die türkische Öffentlichkeit und als er diesen Ausruf auch vormacht, aber gleichzeitig sagt er auch, wir wissen, wer die Urheber des Putsches sind, wer das organisiert haben, spricht dann sofort davon, dass die Gülen-Bewegung dahinter stehen würde. Als allererst hat der Justizminister dieses geäußert, schon viel früher. Und morgens um 5 wird das dann offiziell. Das Geheimdienst gibt eine Erklärung ab an die nationalen und internationalen Medien und übernimmt die Schuldvorwürfe von Erdogan Richtung Gülen und Hizmet-Bewegung. So viel zum Ablauf des ersten Tages, wobei man hier viele andere Detailinformationen auch geben kann. Aber es scheinen mir 2 Fakten wichtig zu sein, um diesen Tag zu verstehen, die im Laufe des vergangenen Jahres
an die Öffentlichkeit gedrungen ist, sich in den Anklageschriften wiederfinden oder in dem Parlamentskommissionsbericht nachzulesen sind. Eins davon ist, dass der Okay, eins davon ist, dass der Luftwaffen-Hubschrauberoffizier, Hubschrauberpilot HA, jetzt sein Name gekürzelt, gegen 14.20 Uhr sich zum MIT begibt, also 14.20 Uhr, 14.30 Uhr, und dort den Verantwortlichen mitteilt, dass eine Putsch in Vorbereitung sei. Diese Information gelangt auch da dem MIT-Chef, Hakan Fidan, er bekommt diese Information. Normalerweise ist der gesetzlich verpflichtet, die Qualität dieser Information nicht einzuschätzen, sondern diese Information an den Ministerpräsidenten weiterzugeben. Das tut Fidan nicht. Das ist das eine. Und im Laufe des Tages waren weder Generalstabschef noch der Chef des Nachrichtendienstes von Erdogan und Binali Yildirim zu erreichen. Erdogan hat dann später mehrere Uhrzeiten genannt, aber eben gesagt, dass er die Putschvorbereitungen von seinem Schwager gehört hätte. Ministerpräsident Binali Yildirim sagt, er hätte das auch von einem Bekannten gehört. Der erste Kontakt zwischen Fidan und Erdogan findet gegen 22 Uhr statt, wo der Putsch bereits begonnen hat. Als diese Information an die Öffentlichkeit drang, hat die Regierung ihre Darstellung etwas abgeändert und gesagt, da wir erfahren haben, dass dort Putschvorbereitungen sind, haben die Putschisten normalerweise die Planung, sie planten gegen 3 oder 4 Uhr zu putschen, haben die Uhrzeit vorgezogen. Deswegen dieses Chaos an dem Abend. Aber hier wiederum folgende Tatsache. Am Morgen des 15. Juli fährt von Konya eine Militäreinheit los, um am Abend, nicht nachts, um am Abend in Istanbul hohe Generäle zu verhaften. Das heißt also, diese Ereignisse am 15. September sind mit solchen Informationen, die sich Fakten, die sich in den Anklageschriften und in den Berichten des Parlaments finden, aus einer neuen Sicht zu bewerten. Was versucht Erdogan seitdem? Ich meine, dass eine Regierung gegen Putschisten kämpft und dann eine Sicht auf die Sache hat, ist, glaube ich, normal. Aber er fordert in diesem kleinen Deutungsmonopol. Das heißt also, ich entscheide, was dieses erreicht, nicht die Fakten sind entscheidend, sondern das, was ich sage. Das ist Maßstab dessen, was dieses Ereignis zu bedeuten hat. Zusätzlich dazu eine Desinformationsstrategie. Und alle Leute, egal das jetzt, ob Gülen oder die Frau Merkel ist, die eine andere Meinung vertreten zu dem und danach sagen, was sind die Fakten? Können wir uns denn nicht mit den Fakten beschäftigen, was an diesem Tag passiert ist und an dem Folgetag, werden als Terroristen und Staatsfeinde diffamiert. Zuletzt hat es der Chefredakteur der Tageszeitung, Wochenzeitung Die Zeit, an eigenem Leibe erfahren, als er das Interview mit Erdogan in Istanbul, glaube ich, führte, hat im Gespräch Erdogan ihm vorgeworfen, da er Interviews mit Terroristen führe, selber ein Terrorist sei. Das ist die Logik. Und dann gibt es, ich werde darauf kurz eingehen, eine Internationalisierung des Konflikts seitens der Türkei. Das ist etwas, was die Sache auch für uns hier in Deutschland kompliziert macht. Davor will ich aber auf die Doppelstrategie der türkischen Regierung eingehen. Sie sehen hier die Schlagzeile einer regierungstreuen Tageszeitung aus Ende Juli des vergangenen Jahres. Und dort lesen Sie Bir Numara Obama. Das heißt also, die Nummer 1 hinter dem Putsch ist Barack Obama. Und Gülen hätte die Anweisung von Barack Obama bekommen und hätte diese Anweisung dann weitergegeben. Das ist eine Strategie, darüber würden wir hier lachen. Ja. Es gab zum Beispiel Meldungen in der Zeitung, dass die Redaktionsräume von Saman in Offenbach quasi als BND-Zentrale dienen. Und Cem Özdemir, Redakteure von Saman und das BND dort, an einer Anti-Türkei-Propaganda arbeiten würden. Sie dürfen aber diese Desinformationsstrategie nicht unterschätzen. Denn dahinter steckt eine Doppelstrategie der Regierung. Sie in der inneren Öffentlichkeit wird die Hizmet-Bewegung als pro-westlich, als Arm der USA, als CIA-Projekt dargestellt. Und aber wenn Sie dann nach Europa reisen, dann sagen Sie, das sind eigentlich islamistisch-extremistische Gruppen.
die mit Terrormethoden arbeiten. Somit versuchen sie, sowohl die innere Öffentlichkeit mit dieser Doppelstrategie als die äußere Öffentlichkeit in diesem Thema nach ihrer Deutung, für ihre Deutung zu gewinnen. Es sind bei dem ganzen drei Akteure, ich habe jetzt die Position etwas kommentiert, der Islamisten hier wiedergegeben von Erdogan und der AKP. Die weiteren beiden Akteure, wichtigen beiden Akteure sind die Säkularen, DJHP und das Ergenekon-Netzwerk. Gülen und die Hizmet-Bewegung wäre erstens, also die Beschuldigten, aber die dritten Akteure in diesem komplizierten Angelegenheit. Die Regierung spricht von einem gescheiterten Putsch und die Opposition spricht mittlerweile von einer kontrollierten Putsch. Sie hat am Anfang in den ersten Wochen und Monaten die Deutung der Regierung, der AKP-Regierung, übernommen, hat sich aber im Laufe des Jahres sich davon distanziert. Es hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass die Zusammenarbeit im Parlamentsausschuss nicht so gut geklappt hat. Die AKP hat die Parlamentsarbeit dominiert und viele Anliegen der Opposition nicht mit aufgenommen. Die Opposition wollte zum Beispiel, dass der Generalstabschef Hulusi Akar vorgeladen wird, dass der Chef des Geheimdienstes vorgeladen wird. Das sind beide wichtige Akteure des gescheiterten, kontrollierten oder inszenierten Putschs. Aber die Regierungspartei AKP hat verhindert, dass diese beiden wichtigen Zeugen, aber auch andere Zeugen, zum Beispiel der Schwager von Erdogan, der die erste Informationsquelle des Staatspräsidenten ist, wurden nicht vorgeladen. Das ist das eine. Das zweite war, dass ein wichtiger Abgeordneter der DJHP, Enis Berberoğlu, ein ehemaliger Chefredakteur der Tageszeitung Hürriyet, verhaftet worden ist. Und dann hat die Opposition angefangen, von einem kontrollierten Putsch zu sprechen. Was heißt das aus Sicht der Opposition? Sie sagen, Erdogan hat von der Putschplanung im Vorfeld Bescheid gewusst, ihren Werdegang beeinflusst und sie für einen Regimewechsel genutzt. Was aber sowohl die Regierung und Opposition eint, ist, dass sie der Hizmet-Bewegung einen Kollektivschuld vorwerfen. Auch die Opposition sagt, die Bewegung als Ganzes ist ein Projekt, um die Türkei, um diesen Sturz vorzubereiten. Das heißt also, sie sprechen nicht von Einzelverantwortlichkeit, sondern von einem Kollektivschuld. Und das macht die Sache für die Hizmet-Bewegung sehr schwer, aber auch für die Aufarbeitung der Geschehnisse ist dieser Ansatz nicht hilfreich. Wenn man sich jetzt mittlerweile sitzen ja viele Menschen, Tausende von Menschen in Gefängnissen, aber es gibt um die 30 Anklageschriften und die Hauptanklageschrift ist von der Staatsanwaltschaft Ankara. Dort werden 221 Menschen vorgeworfen, den Putsch geplant zu haben. Und wenn man sich dann die Aussagen von diesen Menschen sich anhört, wieso sie sich an dieser Aktion beteiligt haben, dann sind drei Antworten, die man hört. Erstens, man hat uns gesagt, es würde sich um eine Militärübung handeln. Ich habe ja zuletzt am Sonntag in Dortmund einen Vortrag gehalten. Dort war eine Familie, eine Lehrerin mit ihrem Sohn, ich glaube, der Sohn war 16 Jahre alt, und er ging an eine Militärschule in Istanbul. Und er erzählte mir, sie seien vor dem Putsch nach Deutschland eingereist, mit Erlaubnis der Schulleitung. Aber als sie hier waren, bekamen sie die Information, dass der Leiter der Militärschule den Studenten angewiesen hat, an dem Freitag die Waffen mitzunehmen und an einer Militäraktion teilzunehmen. Und am Abend würde man dann eine Party feiern, wenn diese Militäraktion erfolgreich laufen würde. Viele Freunde dieses Studentenschülers sind dann verhaftet worden, verprügelt worden von der Zivilbevölkerung und saßen für 2 Wochen im Gefängnis mit dem Vorwurf, sie hätten an dem Putsch teilgenommen. Also 16, 17-jährige Jugendliche. Das ist also der eine Punkt. Der zweite Punkt, gerade wenn es um die Sperrung der Brücken geht in Istanbul, dort sagen viele einfache Soldaten, haben die Anweisung bekommen, diesen Einsatz durchzuführen, weil es sich um Terrorbekämpfung handele. Und der Punkt, gerade führende Militärs, zum Beispiel der zuständige General, der Erdogan von Marmaris, in Marmaris festnehmen sollte, sagt dann in seiner Aussage, ich bin davon ausgegangen, dass es sich um einen regulären Putsch in der Befehlskette handeln würde. Das heißt, so ein Putsch, der vom Generalstab vorgegeben wird, und ich sah mich nicht in der Situation, mich dieser Anweisung widerzusetzen. Das sind so die drei Antworten, die man den Anklageschriften entnehmen kann. Auf ein Zitat werde ich gleich näher eingehen. Nun zu der
Gülen und Hizmet-Bewegung. Erstens muss man sagen, dass ja die Situation der Hizmet-Bewegung bereits seit 14, also 2013, 2014 immer schwieriger wurde. 2014, also ich unterteile die Beziehung zwischen der AKP und der Hizmet-Bewegung in vier Ebenen. Einmal die Zeit der informellen Zusammenarbeit, die Zeit der informellen Verhandlungen, die Zeit des offenen Kampfes und jetzt die laufende Phase der Vernichtung. Und Ende Dezember 2013, 2014 begann die Zeit dieses offenen Kampfes zwischen diesen beiden Akteuren. Und hier wurden alle Strukturen, alle Institutionen, alle Personen, die für die Hizmet-Bewegung hätten sprechen können, entweder verhaftet, mussten das Land verlassen und die Institutionen wurden geschlossen. Ein Beispiel, alleine die Tageszeitung Zaman hatte um die 700.000 Abonnenten in der Türkei, Leser in der Türkei, war die auflagenstärkste Tageszeitung. Und diese Tageszeitung gibt es nicht mehr. Viele Redakteure, Bekannte von mir, Mustafa Ünal zum Beispiel, war Hauptstadtkorrespondent der Tageszeitung Zaman, sitzt im Gefängnis. Der Chefredakteur Ekrem Dümal ist in den USA. Das heißt also, die Medien oder die Möglichkeit, sich einen eigenen Blick auf die Ereignisse zu geben, war nicht gegeben. Gülen nutzte in dieser Situation die internationalen Medien. Auch vergangene Woche hat Gülen der Nachrichtenagentur Reuters ein sehr ausführliches Interview gegeben. In diesem vergangenen Jahr hat das zweite deutsche Fernsehen ein Live-Interview mit Gülen ausgestrahlt, was immer noch auf YouTube zu sehen ist, aber aus der Türkei nicht erreichbar. Zugleich hat die Wochenzeitung Die Zeit ein sehr ausführliches Interview mit ihm geführt, aber auch amerikanische Medien oder Le Monde hat zum Beispiel einen Namensbeitrag von ihm abgedruckt. Das heißt also, er hat nicht die türkische Öffentlichkeit erreichen können, aber dafür seine Position in der internationalen Öffentlichkeit darstellen können. Folgende Punkte kann man aus diesen Interviews und Antworten ableiten. Erstens, er bestreitet jede persönliche Beteiligung an dem Putsch. Er sagt also, ich habe mit diesem Ereignis nichts zu tun. Zweiter Punkt, die AKP und die Opposition sprechen von einem Kollektiv Schuld. Gülen hingegen spricht nicht von einem Kollektiv Unschuld. Also er sagt nicht, jeder, der was mit der Hizmet-Bewegung zu tun hat, ist unschuldig, kann mit diesem schlimmen Ereignis nichts zu tun haben. Das, was er macht, ist, er verteidigt die Werte der Bewegung. Er sagt also, als ich Ende der 60er Jahre die Menschen aufgerufen habe, mit einer religiösen Motivation, sich für Bildung und Dialog zu engagieren, ging es mir wirklich um diese Werte. Er verteidigt diese Werte und sagt, falls es Leute geben sollte, die aus der Bewegung sich an dem Putsch beteiligt haben, gehabt haben sollen, dann haben sie einen Verrat an den Werten der Bewegung geübt. Eine ganz klare Distanzierung. Und als nächstes sind noch zwei Punkte zu erwähnen. Seine Sicht der Dinge ist, dass er den Putsch als eine verdeckte Operation unter falsche Fahne, also die Sicherheitsexperten unter Ihnen werden unter den Begriffen, glaube ich, verstehen, aber wir können gerne in der Diskussion darauf etwa eingehen. Eine verdeckte Operation unter falsche Fahne und der Federführung des Geheimdienstes mit der Beteiligung des Generalstabs. So schätzt er das ein. Und um der Sache weiterzukommen, also sein Angebot, schlägt er vor, die Gründung einer internationalen Kommission. Er sagt also, das ist so kompliziert, es sind so viele Vorwürfe gegenüber meiner Person, gegenüber der Bewegung, aber gegenüber Deutschland, die auch an dem Putsch beteiligt sein soll, gegenüber der US-Regierung, die auch gegenüber Vatikan, also so kompliziert, dass er sagt, und an diesem Punkt sagt er nicht, dass er die Mitglieder mitbenennen will. Er sagt also, eine internationale Kommission, dessen Ergebnis ich im Vorfeld akzeptiere. Das heißt also, wenn diese internationale Kommission aus Experten zu dem Ergebnis kommen sollte, Gülen steht hinter dem Putsch, dann ist er bereit, dieses Ergebnis anzuerkennen und in die Türkei zu gehen und sich den Gerichten zu stellen. Nun einige Zitate, damit wir so auch uns nach der allgemeinen Darstellung etwas konzentrieren. Hier finden Sie ein türkisches Zitat, die türkischsprachigen werden es von Ihnen lesen können. Ich übersetze das für die der Türkischen nicht mächtig sind. Ein Zitat aus der Tageszeitung Türkiye. Sind jetzt 21 Minuten. Darf ich noch 4 Minuten haben? Wir haben noch 5 Minuten. 5 Minuten noch. Und dann noch verlängert 4 Minuten. Dann haben wir 9 Minuten. Also das ist ein Zitat vom 21. April. Hier wird der Vorgang des 15. Juli 1:1 beschrieben. Der Kolumnist sagt, Richtung Hizmet-Bewegung,
Die Regierung und das Militär und die Polizei weiß genau, was ihr treibt. Sie wartet auf die Gelegenheit, dass sie eine Straftat begeht, dann wird sie mit voller Macht zuschlagen. Wann? Am 21. April. Kein einziger Polizist oder Minister oder Geheimdienstexperte kommt auf die Idee, Herrn Uhr zu fragen, was meinst du jetzt damit? Um welche Vorbereitung geht es? Was tut sich? Woher hast du diese Information? Der Mann ist immer noch unterwegs als Journalist, kann Interviews führen, kann Sendungen leiten und so weiter und so fort. Zitat 1. Zitat 2 von einem Brigadegeneral, Erhan Çahan, der sagt eben, dieses verfluchte und zu verurteilende Putschversuch ist etwas, was von der Militärführung, also vom Generalstab und den leitenden Kommandeuren des Heeres, der Luft und des Meeres in Auftrag gegeben wurde, der mit Müsteschare, der mit Chef dieses geplant und kontrolliert umgesetzt haben. Ich verlange, dass diese Herrschaften, also die beschuldigten Personen, vor Gericht aussagen, wenn man sie eben befragt, dann würde man an die Wahrheit kommen. Das von einem Brigadegeneral. Ein anderes Zitat nach dem 15. Juli, also im März, als mehrere Wochen, Monate vergangen sind, es die Möglichkeit gab, auch seitens der internationalen Experten eine Einschätzung geben zu können, was passiert in der Türkei, hat sich der BND-Chef Kahl in einem Interview mit der Wochenmagazin Spiegel, in einem exklusiven Interview zu dem Fall geäußert. Und er sagte eben, Zitat, die Türkei hat auf den verschiedensten Ebenen versucht, uns davon zu überzeugen, dass Gülen und die Hizmet-Bewegung hinter dem Putsch stehen würden. Das ist ihr aber bislang nicht gelungen. Ebenso widerspricht er der von der Türkei propagierten Aussage, und hier sehen Sie die Doppelstrategie, die Gülen-Bewegung sei eine islamisch-extremistische oder gar terroristische Bewegung. Er sagt, wieder Zitat, die Gülen-Bewegung ist eine zivile Vereinigung zur religiösen und säkularen Weiterbildung. Eine andere Experte als Journalist, Sie kennen bestimmt viele oder alle den Geheimdienstexperten Erich Schmidt-Ehenbohm. Er ist, arbeitet für die Süddeutsche Zeitung und in einem Talkshow, ZDF-Talkshow bei Maybrit Illner, sagte er, dass der türkische Staatspräsident Erdogan den Putsch gegen sich selbst inszeniert habe, ein neues Osmanisches Reich plane und seinerseits von NSA, BND und anderen Geheimdiensten ausspioniert werde. Das heißt also, die westlichen Geheimdienste haben nach Schmidt-Ehenbohm einen sicheren Zugang zu dem, was Erdogan in seinem Aksaray spricht, bespricht, diskutiert und plant. Und jetzt Zitat des Experten, nach einer Analyse der CIA handelt es sich um einen Pseudoputsch, den Erdogan inszeniert hat, um einen potenziell echten Putsch zuvorzukommen. Lassen Sie noch mich meine eigene Position etwas in diesem Zusammenhang kundtun. Ich glaube, wir müssen, um unser Verständnis über dem, was dort passiert ist, auf drei Punkte eingehen. Zeit, Ort und Personen. Erstens brauchen wir eine Entemotionalisierung und eine Versachlichung der Debatte, die sich an den Fakten orientiert. Erdogan versucht genau das Gegenteil. Er versucht, einen heroischen Mythos aufzubauen, spricht eben von einer neuen Türkei und im Kontext von Feind und Freund und Konfrontationsstrategien versucht er, eine sachliche Debatte in diesem Thema zu verhindern. Die zeitliche Fokussierung auf den 15. 16. Juli ist zu eng. Wir müssen diesen Fokus erweitern auf die Zeit von 11. bis 20. Juli. Denn am 20. Juli hat Erdogan mit dem Notstandsgesetz eigentlich so das, was er seit 3-4 Jahren plant, als seine Forschung von einer neuen Türkei eingeführt. Über die Zeit zwischen dem 11. und 20. Juli sind wir mehr oder weniger informiert. Über die Zeit zwischen dem 15. und 20. Aber was zwischen dem 11. und 20. passiert ist, da ist noch vieles im Dunkeln. Dabei geht es um die Frage, Personen, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, was hat er in dieser Zeit gemacht? Der Generalstabschef Hulusi Akar, Chef des türkischen Geheimdienstes mit Hakan Fidan, Chef der Sondereinheit, die bei der ganzen Geschichte eine besondere Rolle spielt, Generalmajor Sekai Aksakal,
Brigadegeneral Semih Terzi, der an diesem Nacht ermordet worden ist, von Ömer Halis Demir, heißt der Offizier, der ihn erschossen hat, aber auch der Offizier wurde dann erschossen. Also der Brigadegeneral ist aus, zum Beispiel, also eines der Ungereimtheiten, das Generalstab hat an dem Abend Flugverbot verhängt, nachdem der Putsch lief. Dennoch konnte ein Flugzeug aus Ankara starten, in Diyarbakır landen, den Brigadegeneral Semih Terzi aufnehmen, nach Ankara zurückfliegen. Semih Terzi aber ist eines der Putschisten. Ja, und ist dann in diesem in der Zentrale der Sondereinheit erschossen worden. Ehemaliger Chef der Luftwaffe und Mitglied des obersten Militärrats, Akın Öztürk, er sitzt im Gefängnis und ist eigentlich der höchste Militär, dem die Beteiligung an dem Putsch vorgeworfen wird. Über ihm wird die Verbindung zu Gülen mit aufgebaut, aber der wichtige Name, wo diese Konstellation, also diese Verbindung, sich in den letzten Tagen auch in den deutschen Medien findet, ist der Theologe Adil Öksüz, der auch eine interessante Figur in der ganzen Konstellation. Er wurde dann nähe des Airbase Akıncı erst verhaftet, verhört und dann wurde er wieder freigelassen. Seitdem weiß man nicht, wo er ist. Also eine Figur, der in der Sache viel weiterbringen würde, die ganze Geschichte, ist nicht auffindbar. Chef der Luftwaffe, Abidin Ünal. Das sind die Personen und Orte wären. Was ist in diesen Tagen im Generalstab passiert, in Ankara, in der Zentrale des Geheimdienstes, in dem Luftstützpunkt Akıncı, näher Ankara, im Moda Deniz Kulübü, dort wurde an dem Abend eine Hochzeit gefeiert, und in dem Zentrum der Sondereinheit. Daher glaube ich, dass wir sowohl in der Türkei als auch in Deutschland, wir uns auch in Zukunft mit diesem Thema beschäftigen werden. Und je mehr Fakten, je mehr Einzelheiten an die Öffentlichkeit dringen, wir dem Gesamtbild uns nähern werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, vielen Dank, Herr Bahr. Nur kurz vielleicht, haben wir Verständnisfragen zu dem Vortrag? Wenn nicht, dann können wir dann mit unserem zweiten Vortrag weitermachen. Einfach aber Verständnisfrage, nicht zu dem Inhalt, sondern allgemein. Bitte schön. In den USA. In den USA. Richtig. Also was ich gestern war die Meldung, da waren glaube ich über 80.000 Unterschriften, die jetzt forderten, dass Gülenk an die Türkei ausgehändigt werden soll. Unterschriften wurden in den USA gesammelt. Richtig. Aber ob man das jetzt, ich weiß nicht, ob man außerhalb der Türkei sich daran beteiligen kann, ich meine eher nicht, ich kenne das System nicht. Das kann aber auf der Seite des Weißen Hauses jeder initiieren. Also es ist nichts Offizielles, sondern als Bürger kann man sagen, ich möchte, dass dieses Thema politisch aufgegriffen wird und dann so eine Online-Petition nennt man das, glaube ich, ne? Starten. Okay. Dankeschön. Verständnisfragen noch? Okay. Vielen Dank, Herr Bahr, für den inhaltsreichen Vortrag. Jetzt können wir mit unserem zweiten Vortrag weitermachen. Unser zweiter Referent ist Herr Ercan Karakoyun. Einige von uns kennen ihn bestimmt. Der war mein Vorgänger hier. Der hatte seit der Gründung des Vereins Forum Dialog vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2013 der Geschäftsführer des Forum Dialog. Und als die Hizmet-Engagierten sich entschieden haben, im Jahr 2013 eine Stiftung zu gründen, die als Ansprechpartner für die Politik und Medien gelten sollte, dann hat Herr Karakoyun den Posten, den Vorsitz dort in der Stiftung übernommen und seit dieser Zeit ist Herr Karakoyun Vorsitzender der Stiftung Dialog und Bildung. Kurz Info, Herr Karakoyun hatte vor kurzer Zeit, vor ein paar Monaten, ein Buch über die Gülen-Bewegung geschrieben. Heute besteht auch die Möglichkeit, das Buch bei uns zu kaufen und von Herrn Karakoyun signieren zu lassen. Als eine kurze Info. Der Vortrag von Herrn Karakoyun wird über die Auswirkungen des Putschversuchs auf die deutsch-muslimische Gesellschaft, insbesondere auf die Hizmet-Bewegung sein. Also wir würden uns sehr freuen, Herr Karakoyun mit einem 15-minütigen Vortrag von Ihnen hören zu dürfen. Bitte schön, Herr Karakoyun.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte Sie alle sehr herzlich grüßen. So, nicht speichern. Also wir fangen direkt mit ganz heißem Stoff an. Also im Prinzip nur ganz kurz, das ist ein Tweet zum Beispiel, der direkt eine Nacht nach dem Putschversuch losgeschickt wurde. Und zwar sagt, das ist der Vorsitzende der UETD, also einer der Erdogan-Ableger in Deutschland hier, ihr Ehrenlosen, für euch wird es keinen leichten Tod geben, wie wollt ihr euch wieder auf die Straße wagen? Und das andere ist alles, ich werde dir das Genick brechen und ich bringe dich um, ich weiß, wo du wohnst und so weiter. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, also das ist das, worum es mir in diesem Vortrag auch vor allem geht, wie es mir geht seit diesem Putschversuch als jemand, der für diese Bewegung in Deutschland spricht. Unsere Stiftung ist Ansprechpartner für Hizmet in Deutschland und seit nun einem Jahr hat sich unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Ich meine, ich bin hier aufgewachsen, bin hier groß geworden, habe hier studiert und kenne im Prinzip die deutsche Diskussions- und Streitkultur. Das heißt, man ist in einem Umfeld aufgewachsen, wo man auch über die größten Unterschiede diskutiert und danach gemeinsam einen Kaffee trinken geht oder einen Tee oder ich trinke einen Tee und der, mit dem ich gestritten habe, trinkt einen Pilz oder was auch immer. In so einem Umfeld sind wir groß geworden. Und dann, als dieser Putsch sich ereignete, ich war in dieser Nacht an diesem Abend in Nürnberg und wir hatten eine Fundraising-Veranstaltung unserer Stiftung und wir haben die ersten Meldungen gesehen und uns war im Prinzip sofort klar, wem Erdogan das in die Schuhe schieben würde. Denn man kann diesen Putschversuch, das ist ja im Prinzip auch das, was ich aus dem Vortrag von Herrn Bahr gerade entnehmen konnte, man kann diesen Putschversuch nicht verstehen, ohne dazu die Korruptionsaffäre zu nehmen. Das heißt, seit dem 17. 25. Dezember in der Türkei geht Erdogan gegen die Menschen in der Hizmet-Bewegung vor, also nicht erst mit dem Putschversuch, sondern schon seit 2 Jahren. Ich habe schon seit Juli 2015 ein Einreiseverbot in die Türkei. Das heißt, die Hexenjagd und die Beschuldigung als Terrorist, die war nicht neu für uns. Was jetzt natürlich neu war, das war, dass ja fast schon mit genozidartigen Zuständen jetzt nun zu rechnen ist. Also Morddrohungen, das ist etwas, was fast jeder, der öffentlich auftritt, zurzeit erleben muss. Und das ist, glaube ich, auch das Schlimmste, denn ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als einen anderen Menschen mit dem Tode zu bedrohen. Und das ist nicht nur an der Basis so, sondern auch an der Spitze so. Das heißt, wenn Sie sich die Rede Erdogans jetzt zum Jahrestag des Putsches angehört haben, also ich habe eine Gänsehaut bekommen. Also das ist nicht eine Sprache, mit der ich aufgewachsen bin. Ich meine, die Leute jubeln, aber ich habe richtig Angst bekommen. Und zwar sagt er, alle, die geputscht haben und alle, die irgendwie in irgendeiner Form mit diesen Putschisten zu tun haben, ich werde ihnen den Kopf abreißen. Also, ich meine, Zitat, ja, ein Staatspräsident, ein Staatsoberhaupt spricht in so einer Sprache und wenige Stunden später sieht man hunderte von Facebook-Posts, wo selbsternannte Gotteskrieger und Erdogan-Krieger sich selbst filmen und sagen, ich werde jeden Gülen-Anhänger, den ich finde, hängen und ich werde ihn an den nächsten Mast finden, den ich finde. Und nun müssen Sie sich vorstellen, Sie sind Hizmet-Engagierter, nicht nur in der Türkei, sondern in Deutschland und bekommen hier ständig solche Morddrohungen und genau solche Aussagen auch über Facebook, über Twitter und über Facebook geschickt. Hinzu kommt Sachbeschädigung. Das heißt, die Einrichtungen werden mit Steinen beschmissen, sie werden mit Graffiti beschmiert. In Deutschland kam es zu unterschiedlichen Ausschreitungen. Viele von denen werden auch nicht der Polizei gemeldet. Denn es sind Verwandte, es sind Bekannte, es sind alte Freunde, sodass man sagt, okay, ich gehe noch nicht zur Polizei. Inzwischen gibt es, glaube ich, allein in Nordrhein-Westfalen, das ist die Information, die ich zuletzt hatte, über 150 Fälle, wo Menschen andere wegen Beleidigung, Beschimpfung und Bedrohung angeklagt haben. Das heißt, es wird immer mehr. Des Weiteren, also ich meine, auch dieser Verein ist bekannt für seinen interkulturellen und interreligiösen Dialog. Wir können kaum noch in der Öffentlichkeit Veranstaltungen organisieren. Also das ist zum Beispiel ein Kulturfest, ein Straßenfest. Die Polizei muss angreifen, weil Menschen, die sich als Erdogan treu verstehen,
dieses Fest stürmen und verhindern, dass diese Menschen dort dieses Kulturfestival feiern können. Die Entscheidung, das Fest abzubrechen, treffen die Veranstalter selbst, weil sie merken, es ist zu gefährlich und wir wollen hier keinen unserer Gäste in Gefahr bringen. Gewalt, also es ist nicht nur so, dass es bei Bedrohungen bleibt, sondern es gibt viele, die verprügelt wurden, die geschlagen wurden. Und das Ganze gipfelt im Prinzip in einem Mob, der versucht, in Gelsenkirchen, das sind etwa 30, 40 Leute, die nach dem Gebet in der Moschee gemeinsam Richtung Jugendzentrum gehen und ein Jugendzentrum von diesen Mitengagierten in Gelsenkirchen stürmen. Rein zufällig war niemand da. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Leute dort gewesen wären. Hinzu kommt, wir sind gläubige Muslime, zumindest die meisten in der Hizmet-Bewegung. Und nun hingen an vielen, vielen Moscheen Deutschlands derartige Schilder, auf denen zum Beispiel steht, Vaterlandsverräter raus. Vaterlandsverräter haben keinen Glauben und deshalb haben sie auch keinen Platz in der Moschee. Jeder, der Fethö unterstützt oder Teil dieser Organisation ist, darf nicht in die Moschee. Das heißt, wir wurden aus den Moscheen geworfen. Die wir vielleicht, das ist etwas sehr Schmerzhaftes, vor allem für mich, also ich gehe mal seit meinem 5. Lebensjahr in Moscheen, vor allem in DITIB-Moscheen, habe mich über Jahrzehnte dort in Moscheeführung engagiert, habe viele, viele Veranstaltungen organisiert. Das heißt, dass die Moscheen vielleicht, ja, das ist etwas, eine Entwicklung, die wir in den letzten 5 bis 10 Jahren vor allem beobachten konnten, dass die sich dem Dialog geöffnet haben, dass die nun viele Aktivitäten organisiert haben im interreligiösen und interkulturellen Dialog. Das waren meist Aktivitäten, die von Menschen aus der Hizmet-Bewegung mitgetragen, mitinitiiert oder zumindest auch mitgetragen wurden oder mit unterstützt wurden. Und genau diese Leute, die auch finanziell vor allem diese Moscheen mit aufgebaut haben, dürfen nicht mehr in diese Moscheen. Imame haben sich gegenseitig WhatsApp-Nachrichten mit Bildern von einzelnen Hizmet-Engagierten geschickt und sie schreiben dort: Lasst diesen Verräter nicht in eure Moscheen, wenn der auftaucht. Darüber hinaus, das ist eine Veröffentlichung, auch die Freitagspredigten direkt nach dem Putschversuch waren sehr emotional und sie haben nicht dazu geführt, dass die Menschen zu beruhigen, sondern man hat Öl ins Feuer gegossen. Man hat von Vaterlandsverrätern gesprochen, man hat von Feinden gesprochen und von Verrätern, die aus dem Ausland gesteuert werden, wie Herr Bahr vorhin auch erläutert hat, von Verbündeten der Christen, Juden und was weiß ich was. All das waren Sachen, mit denen wir direkt einen Tag oder eine Woche nach dem Putsch zu tun hatten. Hat sich das gelegt? Nein, es hat sich nicht gelegt, denn erst jetzt an diesem Freitag gab es eine ähnliche Stimmung in den Moscheen, eine ähnliche Freitagspredigt wurde wieder veröffentlicht und die großen Moscheeverbände, Milli Görüş, DİTİB und der nationalistische Verband, der türkisch-nationalistische Verband ATİP, haben gemeinsam eine Mitteilung in türkischen Zeitungen veröffentlicht, in denen sie den Putschversuch verurteilen und in dem sie auch wieder in einer Hasssprache fordern, dass jeder, der irgendwie was mit dieser unseligen Struktur zu tun hat, auch bestraft werden müsse. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der auch hier in Berlin ist, der die Schädlik-Moschee maßgeblich auch mit unterstützt hat, der mit seinen Spenden dort sehr viel auch geleistet hat und er darf jetzt auch nicht mehr in die Moschee. Dabei darf man nicht vergessen, das sind natürlich keine offiziellen Verbote, aber wer hingeht, dem droht rausgeworfen zu werden, wie es zum Beispiel einem Menschen auch hier, der früher für das DTJ gearbeitet hatte, passiert war. Er hat sich dann gesagt, ich gehe in die Moschee und gehe zu den Gebeten, weil das ist die Moschee, in die ich seit 30 Jahren gehe, war dann dort und er wurde so sehr provoziert und gemobbt, dass er gesagt hat, okay, ja, ich verlasse die Moschee. Das ist ein Verein, der hier in Deutschland gemeinnützig Spenden sammelt und die von der Steuer befreit auch in Projekten unterbringen kann. Und hier wird offen zu Spionage aufgerufen. Das heißt, wir wissen heute, ich meine, das ist beispielhaft, wir wissen heute, dass Erdogan in Deutschland unterschiedliche türkischstämmige Einrichtungen benutzt und instrumentalisiert, damit sie für ihn spionieren. Der Hauptakteur hinter dieser Spionage ist die OETD. Der zweite große Akteur ist DİTİB. Vor allem DİTİB mit den 900 Moscheen ist da ein ganz wichtiger Akteur.
Und hinzu kommen noch andere nationalistische Vereine, die da mitmachen. Vor allem, also um nochmal auf Moschee zurückzukommen, Moschee und DITIB finde ich sehr schmerzhaft, weil Moscheen sind Orte der Spiritualität. Moscheen sind Orte, an denen man will, dass politische Gesinnungen draußen gelassen werden und man möchte im Prinzip mit Gott alleine gelassen werden und dort beten. Politik und vor allem auch Diskriminierung sollte dort nicht existieren. Wie gesagt, Boykott und Denunziation, es gab eine Riesenwelle, wo dazu aufgerufen wurde, Menschen aus der Hizmet-Bewegung zu denunzieren und sie den Behörden mitzuteilen. Es gab Boykottlisten, die per WhatsApp rumgeschickt wurden, in denen dann Unternehmer drin standen, die ja, sich für Hizmet engagieren und in den Aktivitäten beteiligt sind und die auch vor allem spenden. Also Leute, die dann in ihrer Existenz bedroht waren. Das sind Unternehmer, das sind Obst- und Gemüsehändler, das sind Zahnärztinnen. Sie müssen sich vorstellen, sie sind Zahnärztin hier in Berlin und dann erfahren sie von ihren Patienten, dass WhatsApp-Nachrichten verschickt wurden, in denen stand, lasst euch nicht von dieser Ärztin behandeln. Kauft nicht bei diesem Obst- und Gemüsehändler ein. Also all das sind Sachen, die hier die Leute erfahren mussten und die natürlich auch die Leute in Existenznot bringen. Und es ist auch ein relativ rechtsfreier Raum. Also das ist Sabah Avrupa und die, die Türkisch können, werden verstehen, was da steht. Fethi İhbar Hattı. Fethi Denunziationshotline. Also meldet alle Fethi-Anhänger, die ihr kennt. Und darunter ist noch in kleingedruckt eine Drohung. Fethi-Anhänger, glaubt oder verräterische Fethi-Leute, glaubt ja nicht, dass wir euch vergessen haben. Und wir appellieren an alle unsere Vater und an unsere Landsmänner, meldet uns alle Leute, die mit der Hizmet-Bewegung in Verbindung stehen. Und dann wundert man sich darüber, dass plötzlich MIT-Listen auftauchen, in denen 300 Leute aus Deutschland drinstehen, über 150 Vereine auftauchen und sagt, wer waren die Leute, wer hat da denunziert und wer hat Spionage betrieben. Ich meine, das ist etwas, was nicht neu ist, sondern was im Prinzip vielleicht schon seit 2-3 Jahren läuft. Aber so sehr wir uns auch immer dagegen ausgesprochen haben, man hat ja, den richtigen Zeitpunkt immer verpasst. Fake News, auch etwas ganz breit verbreitetes. Also hier wird gesagt, die Deutschen schauen mir in den Mund. Ich leite den BND an und bestimme darüber, wer Asyl bekommt und wer nicht. Also das sind Nachrichten. Dann bist du gemeint. Ich, ja, genau. Also hier. Hier bin ich das wirklich, weil gleich kommt noch ein Beitrag, in dem ich das nämlich nicht bin. Ja, und hier steht dann zwei Vaterlandsverräter, zwei Türkenfeinde und hier ist noch ein Bild, das die auf Facebook von mir gefunden haben, wahrscheinlich von vor etwa 15 Jahren. Also ich habe da noch, also ich bin der rechts, der mit den Haaren. Aber hier wird zum Beispiel gesagt, ich entscheide für den BND darüber, wer Asyl bekommen soll und wer nicht. Ich mache ein bisschen schneller, hier ist das Ganze nochmal in groß. Mit einem schönen Kreis, also man wird auch zur Zielscheibe gemacht. Hier, das soll auch ich sein. Ich habe eine liberale Kirche gegründet, eine liberale Moschee, aber das ist, einige werden ihn vielleicht kennen, Professor Abdel Hakim Urgi, einer der Mitgründer von Sedan Ateş liberaler Moschee. Hier wird gesagt, so Fethi Imam und dann auch noch der Flüchtige, obwohl ich gar nicht geflüchtet bin, aber die in der Türkei verstehen das halt nur so. Der geflüchtete Imam Ercan Karakoyun hat diese Kirche, diese Moschee mit eröffnet. Das war das Hizmet-Engagement vor dem Putschversuch. 12 Dialogvereine, House of One, BDDI. Hier kann man zum Glück sagen, das läuft. Denn die Partner, die diese Vereine seit Jahrzehnten kennen, vertrauen ihnen und die Arbeit, auch wenn immer wieder Rückfragen kommen, läuft weiter. Hier 20 Unternehmervereine und den Bundesunternehmerverband, die verdienen jetzt natürlich massiv an Mitgliedern. Vor dem Putschversuch waren es etwa 3000. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es um ein Drittel fast geschrumpft ist. Saman gibt es nicht mehr, hier unten rechts. Time to Help ist kleiner geworden. Mein Donau Verlag gibt es und die Softbeds werden natürlich weniger. Das, was aber eigentlich betroffen ist, ist der Bereich hier oben. Und das ist der, der uns natürlich am meisten schmerzt, weil dass der Bereich ist, in dem man den wichtigsten vielleicht gesellschaftlichen Beitrag geleistet hat. Es gab 150 Nachhilfezentren, die sich im Bildungsbereich engagiert haben. Inzwischen sind es nur noch knapp 100. 50 mussten schließen, weil sie nicht genug Schüler haben. Und laut den letzten Zahlen haben die ganzen Einrichtungen etwa 50% ihrer Schüler verloren.
Und was daran vor allem traurig ist, vor allem in den Nachhilfezentren hat man gerade die angesprochen, die bildungsfern waren, die sozial schwach waren, die über Nachhilfe so die Möglichkeit bekommen haben, einen Zugang zum Gymnasium und zum Studium zu bekommen. So, das ist auch meine Abschlussfolie. Was sind unsere Herausforderungen in Deutschland? Also zunächst einmal angesichts der Polarisierung innerhalb der deutsch-türkischen Community und unserer Marginalisierung inzwischen innerhalb der muslimischen Community geht es uns natürlich um das blanke Überleben. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht nur die Einrichtungen, sondern auch selbst. Einzelne Einrichtungen stehen unter Polizeischutz. Inzwischen ist es fast so, dass das täglich in den Einrichtungen irgendwelche Polizisten sind, die sich anschauen, ob alles vernünftig läuft. Das Zweite, was uns jetzt natürlich bevorsteht, ist Öffentlichkeitsarbeit. Herr Bahr hat es gesagt, 20.000 Berichte, die über Hizmet veröffentlicht wurden. Wir sind plötzlich in aller Munde. Bis vor 5 Jahren hat sich niemand für Hizmet in Deutschland interessiert. Wir waren ein Randphänomen und haben deshalb auch nicht Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Deshalb kam auch oft der Vorwurf Transparenz, weil wir auch vielleicht da nicht das gemacht haben, was wir machen sollten. Doch jetzt möchte jeder wissen, was ist Hizmet? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Welche Ziele verfolgt ihr? Ja, wir wissen, ihr macht immer Dialog und Bildung, aber was ist der wahre Grund? Und dazu dann halt auch die ganzen Sachen, die damit zusammenhängen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Abnabelung von der Türkei. Also die Türkei gibt es für uns faktisch nicht mehr. Denn jeder, der irgendwie was mit der Bewegung zu tun hat in der Türkei, ist verhaftet, ist im Gefängnis oder kann sich nicht oder traut sich nicht irgendwie etwas über Hizmet zu sagen. Hinzu kommt, dass auch wir nichts mehr in Bezug auf die Türkei mehr bewirken können. Mein Twitter-Account ist in der Türkei gesperrt, mein Facebook-Account ist gesperrt, ich habe ein Einreiseverbot, mein Buch wurde in der Türkei verboten. Also all solche Sachen, die hier natürlich verhindern, dass man irgendwie noch Türkei-Beziehungen aufrechterhalten kann. Daher ist ganz wichtig die Abnabelung von der Türkei. Dann die Einrichtungen noch weiter für Biodeutsche öffnen und, das finde ich besonders wichtig, die Mitgestaltung der Islamdebatte in Deutschland. Das ist vielleicht etwas, was wir als Hizmet verschlafen haben. Wir sind Muslime, die ganz klar für die Trennung von Staat und Religion sind. Wir sind Muslime, die ganz klar für Islam und Demokratie sind und die für ein zeitgemäßes Islamverständnis stehen. Und diese Werte haben wir bisher vielleicht nicht laut genug kommuniziert. Und da gibt es nun genug Möglichkeiten, weil auch das Medieninteresse da ist. Ich mache hier Schluss und hoffe, dass wir dann gleich in der Diskussion näher darauf eingehen können. Dankeschön. Verständnisfragen? Machen wir weiter. Dann. So, wir machen gleich dann mit unserem... Mit unserem dritten Vortrag heute Abend weiter. Und zwar, der dritte Referent für heute Abend ist Herr Dr. Dirk Schuster. Herr Schuster ist akademischer Mitarbeiter an der Uni Potsdam für den Fachbereich Religionswissenschaften. Einige seiner Forschungsschwerpunkte sind Interdependenzen von Religion und Politik, Religion in der Zeit des Nationalsozialismus, und neue religiöse Bewegungen. Herr Schuster wird heute Abend uns über die Ähnlichkeiten aus der deutschen Geschichte erzählen, wie damals in den 30er Jahren, in den Zeiten des Nationalsozialismus, die Gesellschaft gespalten war. Welche ähnlichen Unrechte wurden damals gestiftet? Welche Lehren sind aus der Geschichte zu lernen, um das Wiederholen dieser Fehler vielleicht zu vermeiden? Herzlich willkommen, Herr Schuster. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ja auch als Wissenschaftler, es ist immer schön, mal zu normalen Menschen zu reden und sich nicht bloß immer im Elfenbeinturm der Wissenschaft zu bewegen. Ich habe meinen Vortrag benannt jetzt mal Wege in den Totalitarismus, deutsche Erfahrung. Und ich habe es jetzt kurzfristig ein bisschen abgeändert. Und zwar, ich werde nur einzelne Punkte anschneiden bezüglich des Nationalsozialismus oder des NS-Regimes. Denn ich kann natürlich nicht zu allem sprechen, das ist viel zu viel, da würden wir morgen hier noch sitzen, da wurden ganze Bibliotheken mitgeschrieben. Aber ich möchte ein paar Anregungen zum Nachdenken geben, über die wir anschließend gern diskutieren würden. Und ich gebe natürlich auch zu,
dass ich gerade solche Punkte ausgewählt habe, wo ich durchaus Gemeinsamkeiten sehe mit der Lage in der jetzigen Türkei. Manche auch ein bisschen zugespitzt, aber vielleicht kann das die Diskussion ein bisschen anregen. Bis heute, gerade unter jüngeren Menschen, stellt sich immer die Frage, wie denn die Deutschen überhaupt Hitler zur Macht verhelfen konnten. Das ist immer die Frage, gerade an die ältere Generation, soweit die das noch mitbekommen hat, wie konntet ihr nur? Denn, das darf man nicht vergessen, Hitler hat sich nicht an die Macht geputscht, Hitler wurde demokratisch gewählt. Und danach, das muss man auch so klar und deutlich sagen, ach, Dankeschön. Danach gab es eigentlich keinen Widerstand gegen die Errichtung der NS-Diktatur und auch in den folgenden Jahren keinen nennenswerten Widerstand. Es gab einzelne Individuen, die Widerstand geleistet haben, aber man muss ganz klar sagen, das war absolut die Ausnahme. Und das waren wirklich Individuen, aber es gab keinen kollektiven Widerstand. Und gerade die protestantischen Kirchen unterstützten 1933 nach der sogenannten Machtergreifung die Gewalt der Nazis gegen sogenannte Gegner, gegen Linke, gegen Demokraten. Denn auch wenn man Hitlers Politik nicht unbedingt unterstützte, sondern lediglich gut hieß, so begrüßte man noch die Säuberung der Gesellschaft und die Wiederherstellung der Ordnung, wie es damals so euphemisch hieß, nach den Jahren der bürgerkriegsähnlichen Zustände ab 1930 etwa. Interessanterweise hat gerade die NSDAP ja für diese bürgerkriegsähnlichen Zustände gesorgt, um dann 1933 zu sagen, wir schaffen jetzt wieder Ordnung. Und auch die Judenausgrenzung, die wirklich, man muss es so sagen, am 31. Januar 1933 einsetzte, nicht erst 38 oder 39, sondern die wirklich mit der Machtübernahme einsetzte, auch die Judenausgrenzung wurde von einem Großteil der Deutschen begrüßt. Hier war nicht immer der Judenhass das handelnde Element, sondern einfach in vielen Fällen auch schlichter Opportunismus. Wenn auf gut Deutsch der jüdische Gemüsehändler um die Ecke, wenn den sein Laden demoliert wird, naja, dann habe ich als deutscher Gemüsehändler ja einen Konkurrent weniger. So einfach war die Sache. Oder wenn die Juden aus dem öffentlichen Dienst entlassen wurden, da waren Stellen frei. Und gerade an den Universitäten wurde das sehr gern gesehen. Und deshalb bin ich auch wirklich ein bisschen dankbar, heute hier sprechen zu dürfen. Deshalb sind auch viele Deutsche, gerade mit denen ich gesprochen habe, unheimlich irritiert über die nicht zu verachtende Unterstützung vieler, ich nenne es jetzt mal Deutsch-Türken, also Leute mit Migrationshintergrund, gerade aus dem türkischen Gebiet, über diese nicht zu verachtende Zustimmung der Deutsch-Türken zur Politik von Erdogan, da man doch eigentlich sagt, wir Deutsche, wir hatten das gerade ja, von Frau Harms gehört im Europaparlament, wir Deutsche haben das ja schon mal in der Geschichte erlebt. Und wir Deutschen sollten ja daraus gelernt haben. Haben wir natürlich nicht immer, das weiß ich auch. Und deshalb ist es für viele Kollegen und so weiter auch wirklich unheimlich irritierend, da sich ja die Türkei offensichtlich auf dem Weg in ein autoritäres System befindet. Ich komme zu meinem ersten Punkt, denn ich werde mich ja hauptsächlich auf den Nationalsozialismus beziehen und ich habe drei Punkte genommen, die ich gerne ansprechen möchte. Der erste Punkt ist die kommunikative Ablehnung der bestehenden Verhältnisse durch die Nationalsozialisten. Passt schon. Hitler, ich sagte, es wurde demokratisch gewählt, aber Hitler machte auch vor dieser Machtergreifung nie einen Hehl daraus, dass er das bestehende demokratisch-parlamentarische System nicht akzeptieren werde. Denn, so Hitler, die Demokratie ermögliche es allen möglichen Feinden, Einfluss auf Deutschland und das deutsche Volk zu nehmen. Also das System muss beseitigt werden, damit Deutschland wieder groß wird. Denn die Demokratie schafft Meinungsfreiheit und das darf nicht sein, weil dann darf sich auch der Feind äußern. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Hitler formte das politische System rein auf dem Papier nicht radikal um. Also es war keine Revolution wie im kommunistischen Sinne, wo alles von heute auf morgen umgestaltet wurde, sondern, nur ein paar Beispiele, der Reichstag existierte bis Kriegsende offiziell weiter. Als erstes wurden natürlich gleich im März 1933 die erklärten politischen Gegner verboten und inhaftiert, die KPD,
kurze Zeit später die SPD und dann im Laufe des Sommers 1933 die restlichen bürgerlichen Parteien. Also es war ein schrittweises Vorgehen, ohne aber die Institution des Parlaments eigentlich zu zerstören. Aber wenn keine Gegner mehr im Parlament sind, ist das auch ein schönes Parlament. Und die Weimarer Reichsverfassung von 1919 bestand formal bis 1945 weiter. Hitler regierte nur mit Vollmachten, die ihm die Notstandsverordnung der Weimarer Reichsverfassung zubilligten. Also das Dritte Reich bestand sozusagen in einem permanenten Ausnahmezustand, weil Hitler mit diesen Führerworten eigentlich nur mit Notstandsdekreten regierte. Und darüber konnte man natürlich dann auch die Gesetze schaffen, die man durchsetzen wollte. Und daraus sehen Sie schon, dass die gesamte Politik und damit natürlich verbunden auch die Propaganda, die allgegenwärtig im Dritten Reich war, entsprechend komplett auf Hitler zugeschnitten wurde, da ihm eine Art universelle Wahrheitserkenntnis zugesprochen wurde. Und deshalb hat man ihm auch zugebilligt, mit Notstandsverordnung zu regieren, weil er halt sozusagen wusste, was zu machen sei. Man hat es ihm zugesprochen. Auch die Verwaltungs- und Rechtsorgane, beispielsweise Staatsanwaltschaften, Ministerpräsidenten etc., wurden offiziell alle belassen. Aber jetzt kam das, was die Nationalsozialisten im Nachhinein, muss man wirklich sagen, clever angestellt haben. Die haben nämlich gerade die mittlerste Ebene, Bezirksstaatsanwälte, ausgetauscht. Und das dann ersetzt die Leute mit sogenannten alten Kämpfern, also Leute, die schon vorher für die NSDAP gearbeitet haben, vor 1933. Und das hatte dann zwei Effekte. Erstens, die Verwaltung und die Rechtsauslegung waren nun in der Hand von Nazis. Denn sie können so viele Gesetze ändern, wie sie wollen. Wenn sie niemanden haben, der die Gesetze auch umsetzt, bringt ihnen das nichts. Also sie brauchen auch loyale Richter. Das ist ja das, woran die polnische Regierung gerade arbeitet. Das Verfassungsgericht schießt immer quer, also entmachten wir das Verfassungsgericht oder wir setzen die Leute mit loyalen Richtern. Und der zweite Effekt ist an so einer Maßnahme, sie versorgen ihre alten Kämpfer mit gut dotierten Posten und umgehen damit, dass diese alten Kämpfer gegen sie vielleicht irgendwann mal aufstehen. So nach dem Motto, ich habe jahrelang meinen Hintern hingehalten in Straßenschlachten und jetzt bin ich auf die Armenversorgung angewiesen. Das kann so nicht passieren, denn die Leute kriegen sozusagen ihren Teil vom Kuchen ab. Also wirklich ein System von Herrsche und Teile. Die Politik ab 1933 war entsprechend von einem gewissen Pragmatismus geprägt. Solange man sich als kleiner, normaler Bürger ruhig verhielt und den Anforderungen des Regimes entsprach, hatte man schlicht nichts zu befürchten. Also man musste auf der Straße den Hitlergruß zeigen, vielleicht noch in irgendeiner belanglosen NS-Organisation Mitglied sein, also Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, das hat dann im Jahr 5 Mark gekostet. Damit war man durch. Damit hat man seine Loyalität gezeigt und musste nichts befürchten. Es war also ein System, von dem man durchaus profitieren konnte, wenn man den totalitären Anspruch respektierte und sich systemkonform verhielt. Und hier setzt mein zweiter Punkt an, die Feindbildkonstruktion. Denn das zentrale Element des Nationalsozialismus war eine Dauerpräsenz eines nicht individualisierten Feindbildes, dem Juden. Egal um was es ging, der tauchte immer auf. Und dies hatte wiederum mehrere Effekte. Erstens, negative Entwicklungen in der Vergangenheit sowie in der Gegenwart, wirtschaftliche Einbußen, was auch immer, konnten immer diesem Feind zugeschrieben werden. Beispielsweise die Weltwirtschaftskrise 1929 war ein Produkt des jüdischen Finanzkapitals. Die negative Wahrnehmung des Nationalsozialismus im Ausland war natürlich geschuldet des Einflusses des Juden auf die Presse. Dann der Krieg 1939 sei ja angeblich von den Juden angezettelt worden, etc. etc. Der Jude war an allem schuld, in Vergangenheit und Gegenwart. Und damit, zweitens, und das war wirklich zentral, ließ sich eine exklusive Gesellschaft formen, oder besser gesagt Gemeinschaft, die sogenannte Volksgemeinschaft. Hier definierte die Rassenzugehörigkeit als allererstes, wer dazugehörte oder nicht. Deutsch, Jude. Und Jude hatte nichts mit Bekenntnis zu tun, sondern mit teilweise Zuschreibung. Der Opa war Jude, da war man Viertel Mischling und hatte den Stempel auf dem Kopf. Gegner des Nationalsozialismus, Entschuldigung, Gegner
Gegner des Nationalsozialismus sahen sich entsprechend immer dem Vorwurf ausgesetzt, jüdisches Gedankengut zu vertreten. Also selbst wenn man kein Jude war, sondern beispielsweise Kommunist oder Sozialdemokrat oder was auch immer, oder Demokrat, das war immer jüdisches Gedankengut. Also individueller Widerstand oder Nonkonformität, es musste noch nicht mal Widerstand sein, war immer ein Produkt von jüdischen Machenschaften aus Sicht der Nationalsozialisten. Und damit schuf man natürlich eine universelle, teils von Gott legitimierte Wahrheit. Das ist jüdischer Einfluss und damit ließ sich auch jede Gewalt oder Bestrafung gegen Andersdenkende rechtfertigen. Denn man besitzt selbst die Wahrheit, man hat den Feind erkannt und man muss gegen diesen Feind vorgehen. Es war also unheimlich wichtig, ein omnipräsentes Feindbild zu haben, um einerseits permanente Angst zu schüren und damit auch die Bevölkerung zu animieren, selbst gegen diese Feinde vorzugehen. Denn das hat die Forschung mittlerweile sehr gut rausgearbeitet. Die Gestapo, also die geheime Staatspolizei, der Geheimdienst der Nationalsozialisten, der hatte kaum hauptamtliche Spitzel. Davon gab es wirklich nur ganz, ganz wenig. Sondern die Gestapo lebte von den Denunziationen des kleinen Mannes. Das gab einerseits dem kleinen Mann ein Machtgefühl. Ich kann darüber entscheiden, was mit meinem Nachbarn geschieht. Sorgte andererseits natürlich für ein systemkonformes Verhalten. Ich muss mich benehmen, sonst kann mein Nachbar mich anzeigen, wenn ich den Hitlergruß nicht mache. Und der kleine Mann konnte als Drittes selbst noch davon profitieren, indem er beispielsweise seine Konkurrenten, ne, ich sagte der Gemüsehändler um die Ecke, einfach denunzierte. Und wenn der weg war, hatte ich keine Konkurrenz mehr oder ich konnte einfach seinen Job übernehmen. Findet man, ich habe mich ein bisschen mit der Universitätsgeschichte beschäftigt, findet man sehr häufig, wo dann wird sich mal so ein Hinweis kam. Also seine arische Herkunft, die sollte mal untersucht werden. Das waren so kleine Denunziationen und das war eigentlich schon der Beginn sozusagen, dann wie man die Leute los wurde. Und selbst noch als Deutschland, entschuldigen Sie, dass ich hier diesen Nazi-Begriff benutze, für judenfrei erklärt wurde aufgrund der Deportation, war der Jude als Feind der Deutschen immer noch omnipräsent und blieb es. Denn das sorgte für die Legitimation der Politik der Nazis, um halt das deutsche Volk vor dem Hauptfeind, dem Juden, zu schützen, der nun nicht mehr von innen kam, denn Deutschland war ja judenfrei, sondern jetzt kam er von außen. Sei es Sowjetunion, sei es Amerika, wo auch immer. Und so konnte natürlich jegliche Kritik auch aus dem Ausland abgeblockt werden. Die Deutschen seien halt anders in ihrem Fühlen und Denken und hinter jeder Kritik stehe halt das Judentum. Also wir haben es hier mit einer Konstruktion einer permanenten Weltverschwörung zu tun. Kriegt man hin. Und selbst übrigens, das muss man sagen, wenn alle Juden weltweit ermordet wurden, dieses Feindbild wäre bestehen geblieben. Dann wäre nämlich das nächste Feindbild, oder war es auch, das jüdische Gedankengut. Mein dritter Punkt, das mache ich ganz kurz, ist der Märtyrerkult. Eigentlich wollte ich hier den SA-Putsch von 1934, den sogenannten Röhm-Putsch, nehmen, aber als ich nämlich gestern die Bilder bei den Feierlichkeiten gesehen habe, ich bin jetzt ehrlich, mir lief es eiskalt den Rücken runter. Vielleicht auch, weil ich mich einfach zu viel mit den Nazis auseinandergesetzt habe, aber kurzer Hintergrund, Hitler hat am 9. November 1923 einen eklatanten Putschversuch in München unternommen. Der wurde sofort niedergeschlagen, 15 Leute seiner Bewegung wurden dabei niedergeschossen vor der Polizei. Und diese waren auch völlig unbekannt, also spielten überhaupt keine Rolle in der Bewegung. Aber ab 33 gab es plötzlich so eine Mythologisierung dieser 15 Leute. Da gab es ein eigenes Mahnmal. Jedes Jahr kam Hitler zu diesem Treff am 9. November, hat da seine Kameraden gedacht. Da gab es ja auch dann den Anschlag von Eisler. Und auch die Jugend wurde immer wieder auf diese Märtyrer hingewiesen. Sie wurden auf diese Leute vereidigt. Auch auf Horst Wessels, diesem SA-Mann hier in Berlin, der hier von Kommunisten erschossen wurde. Und das hatte den ganz einfachen Sinn, man wollte einfach erreichen, dass man selbst opferbereit wird. Denn diese Märtyrer sollten ja nicht umsonst gestorben sein. Deshalb, das waren auch Blutzeugen der Bewegung, wie sie genannt wurden. Also, und das hat mich unheimlich, als ich diese Bilder gestern gesehen habe, daran erinnert. Auch die Inszenierung, diese Lichtdome, das war übrigens eine Erfindung von denen in Riefenstahl. Das in Schwarz-Weiß, das hätte ein NSDAP-Parteitag sein können, es tut mir leid, dass du sozusagen. Und diese Rückgriff auf die Märtyrer, um sozusagen das eigene Handeln zu legitimieren, das findet man nicht bloß bei den Nazis, sondern übrigens auch in der SED dann, bei den Kommunisten, die Thälmann-Pioniere.
er ist für euch gestorben und ihr müsst sein Erbe bewahren. Also das ist dann ein Aufruf zum Kampf. Meine Zusammenfassung schaffe ich. Gerade der zweite Punkt, den ich angesprochen habe, war zentral für das Funktionieren des NS-Systems. Durch die Schaffung eines Feindbildes kam es zur Ausbildung einer exklusiven Gemeinschaft. Wir und die anderen. Und natürlich, die NSDAP hatte die Deutungshoheit, wer das wir sind. Das deutsche Volk wurde dabei mit Hilfe von historischen Ereignissen überhöht zu dem Volk der Geschichte, also mit Luther, Erfindung des Buchdrucks, Goethe, also da konnte alles aus der Geschichte mal rausgezogen werden, Hauptsache es war deutsch. Entscheidend war aber gar nicht so sehr, wer deutsch war, beziehungsweise der Deutsche, sondern entscheidend war, wer nicht dazu gehörte. Der andere, das war der Volksverräter, das war der Jude. Und das schafft halt ein Überlegenheitsdenken und jede Fehlentwicklung lässt sich dann anschließend auf den Einfluss des anderen zurückführen. Nicht wir sind schuld, sondern der andere. Denn wir sind ja die Auserwählten. Gleichzeitig schafft dies eine homogene Volksvorstellung, einer Volksgemeinschaft, die man, weil man natürlich nicht zu den anderen gehören möchte, sondern ich möchte natürlich zu der In-Group gehören, nicht zu den anderen. Und deshalb kontrollierte man auch selbst auf persönlicher Ebene sein Umfeld. Ich möchte nicht mit irgendwelchen anderen in Verbindung gebracht werden. Und wenn ich welche in meinem Verwandtenkreis habe, dann melde ich die. Also das war Dienst am Volk, wie es hieß. Und das erschaffte jene tiefgreifende Zustimmung der Deutschen für Hitler, die bis Kriegsende ungebrochen anhielt. Noch im Krieg stimmten zwar nicht mehr alle dem Kurs Hitler bei, aber keiner kam auf die Idee, dagegen auf die Straße zu gehen oder so, denn das wäre Verrat am Volk gewesen. Also, überspitzt gesagt, funktionierte der Nationalsozialismus lediglich durch die Erschaffung einer angeblich permanenten jüdischen Weltherrschaft. Und mein letzter Satz, und da war ich wirklich erschrocken, ich hatte mal ein Interview in AD, da sind sie ja im Vorfeld des Referendums, auf die Straße gegangen, wo Leute wählen taten, da haben sie gefragt, wen willst du, bist du für das Präsidialsystem oder gegen das Präsidialsystem? Und da haben sie einen gefragt, ihn. Und der hat gesagt, ja, ich war immer gegen das Präsidialsystem, ich wollte immer mit Nein stimmen. Aber alle weltweit sagen, das ist falsch, das Präsidialsystem. Da muss ja was dran sein. Und jetzt stimme ich für Ja. Und das ist nämlich diese Weltverschwörung. Wenn alle dagegen sind, dann ist es richtig. Weil wir die Wahrheit kennen. Vielen Dank.